Hallo bei CNET. Nein, das hier ist kein BlackBerry, sondern ein Windows Mobile Gerät von HTC, nämlich der Maple. Offiziell stellt HTC den Maple auf dem Mobile World Congress in Barcelona vor. Wir haben jetzt schon mal die Möglichkeit, uns das Gerät vorab anzugucken und das machen wir jetzt. Trackball, Tastatur, Formfaktor. Auch wenn er wirklich aussieht wie ein BlackBerry Bold, das hier ist ein HTC-Handy. Das Gerät ist extrem flach und liegt gut in der Hand. Hinter einer Klappe verbirgt sich die kombinierte Headset- und Ladebuchse. Über ein berührungsempfindliches Display verfügt der Maple nicht. Auf ihm läuft Windows Mobile Standard. Die Bedienung erfolgt also ausschließlich über Tasten und Kugel. Die üblichen Windows Mobile-Applikationen sind vorinstalliert. Ob und wann der Maple in Deutschland auf den Markt kommt, steht noch nicht fest.